Ja, ein bisschen groggy, aber ich bin endlich angekommen. Wir haben 2016 und Moskau. Ich bin endlich eingetroffen. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal kurz das Zimmer noch, dass ihr auch mal so einen kleinen Einblick bekommt, was ich da so habe. Und da gehe ich doch einfach mal ins Bad. Das ist hier zu meiner Linken. Das sind echt ganz geile Türen. Zack. Und zack. Und dann ist hier die Toilette. Ganz normal, so wie man es halt kennt. Ich habe mich auch schon ein bisschen eingerichtet. Das heißt, da seht ihr natürlich mein Waschbecken und eine ebenerdige Dusche. Saugeil, freue ich mich jedes Mal wieder. Also davon kann ich schon mal sehr, 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 sehr gut mit leben. Ich habe hier schon ein bisschen das Ding gemacht. Das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Dann, ja gut, Schränke und so räume ich in der Regel nicht ein. Hier gibt es Wasserchen, sogar for free. Sehr schön, da freue ich mich immer, weil ich habe doch ein bisschen einen Brand. Self-Tee, was man so alles braucht. Natürlich ein Fernseher. Mein Bett für die nächsten Tage. Und ansonsten, was haben wir da noch? Ja, Badelatsch wird es geben und bla bla bla. Aber ihr seht, ich habe mich hier schon so ein bisschen breit gemacht. Klimaanlage gibt es auch, also ist es alles geboten. Ich selber bin sehr gespannt, wie es die nächsten Tage so werden, weil ja, ich glaube, gerade mit Kubinka und natürlich dem WG-Fest stehen da unglaubliche Highlights an. Jetzt bin ich aber doch ein wenig müde und dementsprechend sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Das heißt, jetzt wird es mit Action rund gehen. Ich will euch hammergeile Bilder zeigen und falls ich doch nichts Gutes aufnehme, dann tut es mir jetzt schon mal leid. So, also der Rio, der Nossi, Hakonen kennt vielleicht auch der eine oder andere von seinem Vlog. Wir sind gerade im Bus unterwegs Richtung Kubinka und bin selber sehr gespannt. Wir hatten jetzt gerade schon gefühlt eine fünfstündige Erklärung von Russland und der Historie. War spannend. Nicht. Und jetzt schwebt er wieder. Ja, genau. Und es ist kalt. Es ist kalt. Und ja, also ich glaube, wir freuen uns jetzt allesamt schon sehr auf Kubinka. Wird natürlich, ich glaube, mit das Highlight schlechthin dieser ganzen Reise. Dementsprechend werde ich da versuchen, viel aufzunehmen und euch dann natürlich den einen oder anderen Einblick zu zeigen und nicht nur ein dreistündiges Mausvideo. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu uninteressant. Also von dem her, gucken wir mal, was da so passiert. Und ja, ich bin schon gut angezogen und ich schwitze eh schon ein bisschen. Also ich will eigentlich bald raus. Ja, und jetzt sind wir wirklich da angekommen, wo wir da unbedingt ankommen wollten, und zwar am Tank Museum. Und ihr seht leider sogar noch nicht wirklich was Tanklastiges, aber die Gruppe ist schon vollständig hinter mir. Rio ist da irgendwo dabei, alle von Wargaming, die halt so am Start sind, sind dann da. Und die Dame mit der roten Fahne, die ist unsere Führerin sozusagen. Also da ist jetzt schon sehr, sehr, sehr viel los. Ich bin sehr gespannt. Wir werden nachher versuchen, noch Rio mal mit der Mütze drauf zu bekommen. Weil er sagt, er hat gesagt, ich stehe ihm gar nicht, jetzt haben wir sie drauf. Ja, das wollte er nämlich eigentlich nicht, aber jetzt haben wir es. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, wie es jetzt wird. Scheinbar ist übrigens das Museum doch da drüben. Also, jetzt auf jeden Fall gehen wir mal rein, Kubinka. Bin schon sehr gespannt. And starting from 1930, the Soviet Union prompted the construction of tanks. Да. Но сразу появляется надобность в организации, которая будет все это испытывать. Then it was necessary to make organization which will test it. Да, и тогда в тренде. Ja, jetzt sind wir hier in der Halle drin. Und ganz in dem Fall ist es eine wirklich besondere Halle, weil ihr seht, hinter mir ist einer der einzig noch erhaltenen sozusagen Minen. Räumpanzer, der aber nicht so gut funktioniert hat. Da ist ein Kugelpanzer. Hinter mir auch noch ganz viel Interessantes. Ganz hinten sogar ein Radar. Also das unglaublich dicke Geschütz. Also das ist schon ganz, ganz, ganz cool. Also ich werde versuchen, viel aufzunehmen, dass ihr auch das alles so seht. Leider ist das alles auf Russisch, kein Schild auf Deutsch. Viele Hakenkreuze, die man nicht zeigen darf. Aber ja, da werde ich jetzt bestimmt noch einiges zeigen können. Da sind wir noch sehr gespannt und Panzer gibt es hier en masse. Ja, und jetzt, ihr seht schon, da bin ich neben, ich kleiner Stift, neben der Maus. Wir sehen sie endlich live. Es ist ein wahnsinnig besonderes
Stück Geschichte, was da aufgewartet wird. Die Maus ist phänomenal und hinter einem ist einfach nochmal dieses 600 mm Geschütz. Also das ist einfach verrückt. Und hier 188 Tonnen Stahl. Jeder ist hier am Aufnehmen, Filmen. Natürlich ist jeder happy, dass er die Maus endlich sehen darf. Macht Selfies damit. Also ich glaube, hier gab es so viele Panzer, aber bei der Maus ist einfach viel los. Und dieser Name Maus ist einfach nach wie vor sehr, sehr kurios, weil wenn man wirklich mal daneben steht, man sieht es auch wieder, man geht unter. Das ist einfach nicht zu beschreiben. Und wie gesagt, da hinter mir Adam. Natürlich ist Rio auch am Filmen. Also jeder ist hier am Aufnehmen, jeder ist hier begeistert von dem Ganzen. Es ist einfach unfassbar. Und ich bin echt gespannt, was dieses Museum noch so zu bieten hat, weil bis jetzt, muss man sagen, ist das, Maus gesehen, absolutes Highlight. Also schon sehr, sehr, sehr cool. So, jetzt ist noch mal ein bisschen ruhiger bei der Maus und dementsprechend will ich es euch noch mal hier in Ruhe zeigen. Und ihr seht, ich stelle mich mal einfach so davor, denkt mir, ja, okay. Aber ihr müsst mal sehen, das Ding ist pervers groß. Man kann es gar nicht beschreiben, so groß ist das Ding. 188 Tonnen stehen da vor einem. Daneben, ihr seht ja, selbst Adam ist gefühlt nicht viel größer. Also das ist unfassbar, was da damals gebaut worden ist und was da eigentlich für ein Größenwahn stattgefunden hat mit der Maus. Jetzt gehen wir einfach mal dran vorbei. Jetzt wird es zwar kurz ein bisschen dunkel, aber ist kein Problem. Und ihr seht, jetzt bin ich seitlich an der Maus und wirklich, da ist noch viel Luft nach oben. Also da muss man sagen, es ist natürlich ein absolutes Highlight. Es war ja Bovington schon cool, die Panzer zu sehen, aber jetzt hier die Maus live zu sehen, okay, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist sehr, sehr geil. Adam ist auch besonders, also bis jetzt macht sehr viel Spaß. Ja, also Rio und ich sind jetzt gerade auf dem Weg weiter und wir waren gerade im deutschen Haus, wenn man so sagen darf. Wir haben die Maus gesehen. Ich glaube, ich habe in meinem Video schon gesagt, wie beeindruckend das Gerät einfach ist. Was sagst du zur Maus? Florian Mentel, der Community-Chef, kann man sagen, der ist gerade hin, und hat es gerade schon relativ treffend formuliert. Sehr beeindruckend, aber auch mega useless. Ja, die ist wirklich extrem beeindruckend. Was ich spannend fand, ist, dass sie das Gebäude um die Maus quasi drumherum gebaut haben. Deswegen steht die so ein bisschen versteckt. Leider versteckt. Habe ich bei mir schon kurz erwähnt. Sie planen aber, die da rauszuholen. Das ist nur schweineteuer, deswegen müssen sie doch nicht, wann sie es schaffen. 188 Tonnen zu bewegen ist jetzt auch nicht so easy. Ja, die brauchen Militärtransporte tatsächlich dafür, weil sie können die auch nicht auseinanderschrauben. Die ist ja tatsächlich zusammengebaut worden aus den zwei Maus-Prototypen. Ja, genau. Ganz cool auf jeden Fall. Werdet ihr in den Videos und den Bildern noch sehen. Und ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wo wir jetzt hinlaufen. Ne, wir gehen einfach mal der Menge nach. Meine Hand friert nur ab. Und ich habe einen Deckelwärmer auch. Sieht mega gut aus. Handschuhe. Also, wir schauen weiter. Ja, hier sind wir jetzt praktisch vor den russischen Hallen. Also zu meiner linken, beziehungsweise hier links ist die alte Ausstellung, kann man sagen, mit allen Kriegspanzern. Da ist von der einzigen IS-7, die es noch weltweit gibt, zur IS-4, zu vielen ISUs, Objekt 704 sind da ganz, ganz tolle Panzer drin. Da haben wir die neuere Nachkriegshalle. Da ist auch ein T-72, T-44, T-34, 85 drin. Und hier verschneien noch einige Panzer. Ja, natürlich unglaublich viele IS-3, die man hier sieht. Die gibt es gefühlt hier zum Saufuttern. Also das ist schon super geil. Und ich bin echt geflasht von dem Museum. Haben sie super schön gemacht. Und so paradox es klingt, aber diese Winterlandschaft passt perfekt dazu und ins Bild. Ja, es wird langsam gefühlt etwas kälter, aber da sind wir ja jetzt in der richtigen Atmosphäre, denn jetzt hier in der russischen Abteilung, kann man sagen, sind wahnsinnige Panzer. Also das ist echt krass. Ihr seht hinter mir schon die ein oder andere ISU. Artis sind auch am Start. Boxtank ist da. Also T-28, das ist krass. Und dann jetzt da vorne eine IS-7 oder den IS-7. Das ist der einzige noch erhaltene IS-7, den es halt überhaupt gibt. Also das ist schon unglaublich. Also wie gesagt, Bovington hat mich wirklich beeindruckt, die Panzer so zu sehen und sonstiges. Aber das ist, also gleiches Level will ich jetzt vielleicht sogar sagen, es ist schon echt besser. Also die Sammlung ist wirklich außergewöhnlich gut, was sie hier haben. Und ja, ihr seht schon hinter mir, da wird wieder weiterhin kräftig erzählt und ja, die Panzer sind super. Also ich bin echt gespannt, was das Museum noch so zu bieten hat.
Ja, und jetzt bin ich hier wieder in einer weiteren russischen Halle. Ich habe mich mal ganz kurz von der Gruppe abgesondert. Die ist noch da hinten, die kommen jetzt alle. Das ist eine Nachkriegshalle. Das heißt, hier sind lauter Panzer, die man nach dem Krieg dann gebaut hat. Und da auch aber einige teilweise im Spiel sind, was weiß ich, also in dem Fall leider jetzt keiner, der jetzt im Spiel ist, aber Objekt 483 habe ich da hinter mir stehen und schöne Dinger. T-34-85 war da vorne auch, die Sonne kommt raus, deswegen werde ich gerade ein bisschen geblendet. Also auch wieder eine super coole Halle, wobei natürlich die Panzer jetzt nicht so ikonenhaft da sind wie viele andere. Aber auch da werde ich jetzt noch ein bisschen was zeigen und ich denke, auch diese eine oder andere schöne Impression hier bieten können. Auch wieder eine tolle Halle. Schon cool aufbereitet auf jeden Fall. Also wie gesagt, in dieser Halle mit den Nachkriegspanzern gibt es natürlich trotzdem auch einige Panzer, die man bei World of Tanks zum Beispiel sieht. Hinter mir eine Su-100, da drüben ein T-44, wo Nossi gerade auch fleißig kommentieren ist. Ich habe gerade gehört, das ist sein Lieblingspanzer, kann ich nach wie vor nicht verstehen, aber egal. Aber das sind natürlich wieder T-34, 85, also schon Highlights wieder auch hier in dieser Halle. Phänomenal auch hier hinter mir. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen. Mit der Panzerung, mit dieser, ich bin da ja kein Fachmann, also ihr wisst ja, ich bin der Autoverkäufer, keine Ahnung, wie man diese Panzerung genau nennt. Aber auf jeden Fall geile Dinger. T-72, also das ist schon einfach cool. So, jetzt, dass ihr nicht stark geblendet werdet, drehe ich mich mal zum Bütchen da hinten. Oh ja, da kann ich auch vielleicht nochmal ein oder zwei Kleinigkeiten zeigen. Denn hier sind auch noch so ein paar Granaten ausgestellt, weil man will ja nicht nur sehen, die Panzer, sondern man will auch sehen, was haben die denn geschossen. Und auch das ist beeindruckend. Wenn ich jetzt mal hier rüber gehe, wie gesagt, ihr müsst verzeihen, aber hier kommt gerade die Sonne raus. Eigentlich ganz cooles Wetter mit dem Schnee. Ganz schön eigentlich. Und dann sieht man hier einfach mal diese unglaublichen Granaten vom T-62 verschossen, KV-85, T-34-85. Also da sind schon auch wieder Sachen dabei, wo man sagt, wow, das ist schon krass einfach. Einfach krass, was da für den Krieg gemacht worden ist. Die Schweden sind ja mittlerweile bei World of Tanks sozusagen erhältlich und dementsprechend sind wir jetzt hier in so einer Gemischtwarenhalle, kann man schon fast sagen. Und hinter mir, hier, steht der STRV 74, den ich gerade auch vor kurzem erst auf YouTube gezeigt habe, oder da STRB 103, also schon auch geil, die zu sehen. Und das ist einfach das, was World of Tanks zurzeit so besonders macht, dass man wirklich die Panzer so schnell wiedererkennt. Ich bin hier in die Halle gelaufen, sie habt die schwedische Fahne da oben gesehen und dachte mir so, okay, also wenn hier die schwedischen Panzer sind, dann erkenne ich die ja schnell. Und die waren halt wirklich da, also das ist schon wirklich, wirklich cool. Ansonsten, da gibt es aber auch noch viele andere Nationen, die hier zu sehen sind. Ob es jetzt Franzosen sind oder alles andere weitere. Wir schlendern jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch und ihr seht im Hintergrund da ja auch einiges, was da am Start ist. Und ja, da dann kommen jetzt die Franzosen. Also auch hier, die sind natürlich sehr, sehr cool. Besonders natürlich jetzt für alle World of Tanks Light-Liebhaber, da jetzt der AMX 13, den man ja in abgewandelter Form immer mal wieder erkennt und auch gespielt hat. Oder natürlich auch die Japaner sind vertreten. Aber hier, also da ist schon immer wieder einiges am Start in dieser Gemischtwarenhalle, sage ich einfach mal. Oder einen Franzosen will ich euch nicht vorenthalten, weil es einfach irgendwie gefühlt trotzdem nach wie vor so ein lustiger Panzer ist. Der Renault FT-17. Ja, also auch die Halle, ihr seht es jetzt nochmal im Hintergrund,
mir fehlen so langsam ehrlicherweise die Worte. Die Superlative sind eh schon durch, aber sehr, sehr geil. Also ich bin echt gespannt und gefühlt kommt ein Highlight hier nach dem anderen. Also macht Spaß, die Dinger zu sehen. Ja, und ich hatte gerade, glaube ich, noch gesagt, dass hier so gefühlt die Vielfalt nicht so groß ist. Und ich habe noch eine Halle entdeckt, die ist bis jetzt an mir vorbeigegangen. Und doch, da sind auf einmal, da sind Briten, da sind Bergepanzer, da sind alles, was das Herz so begehrt. Hier kann man einfach mal, ich glaube, wie gesagt, seht es mir nach, aber Brücken kann man damit bauen. Da haben wir einen Churchill. Crocodile. Also auch da wieder. Sehr, sehr, sehr geil. Und ihr seht, ich gehe hier links und rechts am Panzern vorbei. Also hier haben sie dann doch noch mal einiges. Ein Cromwell haben wir hier. Da kommt richtig was. Ein Kometen kommt jetzt gleich zurecht. Also da könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen Panzer gucken. Also da bin ich ja selber gerade ein bisschen gehypt. Ein Centurion kommt da jetzt auch noch mal. Also da kommen auf einmal jetzt hier die ganzen Schätze raus. Die haben sie jetzt gerade noch versteckt. Die hat irgendwie keiner auf dem Schirm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt als Einziger... Aber Centurions gibt es hier en masse. T49, ich gehe gleich noch mal ein bisschen durch, dass ihr auch da was seht davon. Also das ist schon geil. Ein Chieftain haben wir da. Ja, Gott sei Dank, das sind die Namen auch Englisch. Da kann ich sie dann wenigstens auch mal ablesen. Das ist schon wirklich, wirklich toll. Und eigentlich muss ich schon bei der Gruppe sein. Normalerweise hat man gesagt, wir treffen uns jetzt. Aber die Halle will ich euch heute nicht vorenthalten, weil, wie gesagt, nachdem ich jetzt gerade kurz ein bisschen abgelästert habe, die Panzer sozusagen sind sehr russisch orientiert, muss man sagen. Die Halle, die haut es wieder raus. Jetzt sind wir in Amerika angekommen. Ein M41 Walker Bulldog steht da neben mir, hallo Freund. Ein unglaublicher Nervpanzer teilweise im Spiel, aber einfach sehr geil. Was kommt da noch? Ich bin selber mal so ein bisschen überrascht, was da kommt. M4A2 haben wir da. Ein Super Sherman. Ja, Super Sherman. Ein General Patton. Oh, da kommt auch wieder was Besonderes. M48A3 Patton 3. Also, die haben doch noch da hier richtig was Schönes. M48A5. M60A1, also da haben sie jetzt aber nochmal richtige Knalle dabei. Eine Hellcat. Muss ich den Kopf einziehen hier. Also coole Dinger dabei. Also schöne Halle, die es nochmal schön war, gesehen zu haben. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Anschiss, aber es war es mir wert, weil die Panzer waren cool. Ohne Mampf kein Kampf, sagt man ja immer so schön. Und auch da versorgt uns Wargaming mit einer, ich will es mal fast sagen, interessanten Art und Weise. Warum interessant? Wir sind jetzt hier in der Kantine auf so einem relativ großen... Ja, das gehört noch irgendwie zum Museum dazu. Selbst ein Messegelände würde sich glücklich schätzen, wenn es so groß wäre. Die sagen, das sind erst 10%, weil die haben erst 2015 damit angefangen zu bauen. Und ich weiß nicht, wofür das genutzt wird. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier da hinten eine Riesenkantine. Da können eigentlich gefühlt hunderte Leute sitzen. Also das war jetzt irgendwie übertrieben. Aber dementsprechend war es jetzt sehr spannend. Jetzt sind wir gesättigt und jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Ja, wenn man diesen Moment hat, wenn man denkt, man kann nicht mehr überrascht werden bei diesem Event, da passiert wieder dann doch plötzlich was. Dieses Museum hat jetzt gefühlt irgendwie gesagt, okay, uns reicht die aktuelle Größe nicht, wir ver50-fachen unseren Platz jetzt. Da gibt es von einem öffentlichen Platz, wo die Panzer gefahren werden, bis hier noch jetzt ein internes, neues Museum, bis zu einer riesigen Halle, die einfach, ich weiß gar nicht was, also dieser Gigantismus hier ist extrem. Also da muss man sagen, ich war begeistert von Bovington, von dem Tank Museum. Aber das, was hier gemacht wird und da rundherum stattfindet, ist einfach wirklich, 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 wirklich krass. Und ihr seht ja wieder wunderschöne Exponate hier. Also da ist immer einiges am Start. Da gleich linke Hand kommt einfach mal so ein General Leader her. Also da muss man sagen,
die können hier echt was. Und draußen stehen auch noch Flugzeuge, da stehen auch noch ganz viele Jets, da stehen auch noch, was steht da noch? Hubschrauber stehen da noch. Also das ist einfach krass. Hier haben wir auch noch schön Panzerkampfwagen 4. Hinter mir, vielleicht der ein oder andere Spätin schon, steht auch noch ein Tiger. Also das ist alles einfach viel. T-34 gibt es schon fast nicht mehr erwähnenswert, weil es den ja gefühlt so oft gab. Aber natürlich, der Tiger ist halt schon wieder mal ein Highlight. Und ich kann euch gar nicht sagen, ob das Ding hier offiziell schon geöffnet ist, weil das schaut teilweise immer noch so aus, als ob es gerade frisch im Bau wäre. Und die sind hier trotzdem schon so gut ausgestattet. Also das ist schon einfach sehr speziell. Und da der Tiger 1. Ja, also auch hier, der ist mal wieder zu sehen. Wunderbare Exponate. Ich werde dann euch da jetzt auch noch ein bisschen was zeigen von dieser Halle, weil ich weiß nicht, was ich mir sagen soll. Das ist einfach Wahnsinn. Also jetzt werde ich verrückt. Also jetzt werde ich richtig verrückt. Was die jetzt hier haben, ist einfach mal ganz krass. Gut, ein Tiger 2 ist schon verdammt geil. Brauchen wir nicht drüber reden. Tiger 2 ist schon eine coole Nummer. Dann haben wir ISO 152M, auch geil. Muss man sagen, cool. Dann kommt noch so ein kleineres Highlight, wo ich sage, ja, okay, alles klar, muss man haben. SU 100, kann man auch mal reinschauen. Das ist super cool. Einfach mal so in den Panzer reingeguckt. Das ist alles schon lässig. Dann, ich will euch jetzt so nichts, also es wird geil, es wird echt geil. Nashorn. Ich will jetzt noch nicht spoilern. So, Nashorn steht da. Also den einen geilen Panzer, den habt ihr jetzt gerade schon gesehen. Also, ach, er ist so schön. Ach ja. Der Jagdtiger. Na, passen wir nicht gut zueinander? Der Jagdtiger und ich, schon Hammer. Das Rohr ist krass. Jagdtiger ist schon wieder mal, boah. Dann ein Jagdpanther, auch geil. Jagdpanther, da denkt man sich schon, okay, was soll jetzt noch Geileres kommen? Was soll jetzt noch Geileres kommen? Und dann steht er auf einmal plötzlich vor einem. Der Sturmtiger, wie geil, der Sturmtiger ist da. Also, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Guckt euch mal dieses Rohr an. Das ist mein Kopf, das ist das Rohr. Ist das heftig? Also, Wahnsinn! Geile Nummer! Sturmtiger finde ich ja mal richtig cool. Ja, ich glaube, mein Highlight neben der Maus habe ich auf jeden Fall gefunden. Sturmtiger, ich mache noch ein paar Fotos jetzt. Also. Ja, hinter mir ist der beste Beweis dafür, dass man nicht schlecht gelaunt sein muss, sondern man hat es einfach mal, vielleicht hat man so einen Brummbär-Tag und ist trotzdem immer noch gut drauf. Und ja, das bin ich gerade. Also ich bin ja so im gefühlten Panzerhimmel, den man gerade so erleben kann. Jeder macht hier Fotos, jeder macht hier Videos, jeder ist fleißigst dabei, alles aufzunehmen. Und es ist einfach so viel an Exponaten, dass man hier auch noch wirklich erleben und anschauen kann, anfassen kann. Und jetzt gehe ich gerade noch zu einem sehr besonderen Panzer hin. Da ist nämlich auch der Rio gerade davor. Und ich ignoriere ihn jetzt einfach mal, weil der Ferdinand-Elefant ist da hinter mir. Also auch einer der Panzer, den man eigentlich so gar nicht mehr sieht, weil es einfach schon so fucking selten ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es einer von zwei, einer von drei, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr seltenes Gut, das man hier auch mal wieder erleben kann.
Und natürlich, den Sherman, den schaut man schon gefühlt gar nicht mehr an, weil kennt man ja schon alles. Also es ist heftig und sehr, sehr besonders. Also auch was da Russland wieder mal klotzt. Also bei denen, die kennen nur Klotzen. Kleckern kennen die gar nicht, nur Klotzen. So, wir und ich haben uns gerade mal ein kleines, beschauliches Plätzchen gesucht. Warm ist es zwar nicht, aber wir ist die Couch sogar kälter als wenn wir laufen. Ja, eigentlich ja, war es ein bisschen doof, aber gut, wir wollten uns einfach mal setzen. Ja, aber wir sind, wie ihr seht, hier immer noch in diesem neuen patriotischen Museum. Patriot Center, ja, die sind ja, wie gesagt, sehr patriotisch. Ja, ich glaube, das ist eine Herleitung von dem Krieg, wie sie ihn bezeichnen. Ja, wahrscheinlich. Patriots War. Ja, der große patriotische Krieg, ja. Der Zweite Weltkrieg für uns, so wie wir sie halt nennen, weil wir haben ihn ja zweimal gemacht. Ja, ist ja so. Wir waren zweimal dabei. Die Russen auch. Die Russen eigentlich auch, aber vielleicht können die auch nicht zählen. Ja, aber auf jeden Fall, es ist, glaube ich, also mich hat es bisher, ihr seht es, glaube ich, bisher in den Ausschnitten und an den Schnipseln, unglaublich beeindruckt, das, was hier da aufgefahren wird. Aber dementsprechend will ich noch eine zweite investigative Meinung einholen. Björn, wie hat es dir denn bisher so gefallen? Hervorragend. Das ist kein Mikro, du musst bitte in die Kamera sprechen. Hervorragend. Ja, aber ja. Bevor ich jetzt in einem Monolog ausarte. Ja, du kannst schon einen kleinen Monolog, den wünsche ich mir jetzt den gerade. Wünsche ich mir jetzt gerade. Ja, also extrem beeindruckend, richtig coole Ausstellungsstücke hier, auch ein paar extrem seltene Dinger. Also die haben den Ferdinand hinten stehen oder den Elefanten. Die haben den Brummbären. Den Sturmtiger haben sie hier stehen. Ansonsten so die Klassiker, die eigentlich auch selten sind, ein Tiger 2, Königstiger und ein Tiger 1. Gut, davon gibt es auch einen im Bovington und im Munster gibt es auch einen Tiger beispielsweise. Aber trotzdem sind das seltene Panzer, die hat einfach mal nicht jedes Museum. Und dann gibt es noch wirklich Einzelstücke. Ja, absolut, also das ist schon... Und was auch cool ist, da waren wir gerade, wenn es einen interessiert, so Stücke, die sie aus Seen und aus Meeren gezogen haben, so Bergungsgut quasi. Ja. Und das Interessante ist, dass sie die so darstellen, also die spülen sie nur kurz mal ab und waschen die so ein bisschen, aber die stellen sie dann so hin, wie sie sich rausgezogen haben. Dass man sieht, was nach 17 Jahren mit so einem Panzer passiert. Wir haben gerade den T-34 haben wir gesehen, die Königskobra oder King Cobra, das Flugzeug und auch die Messerschmitt. Ja. Also da waren ja wirklich Exponate dabei, die man auch so gar nicht erwarten würde. Die einfach, man geht hier so durchs Museum und das finde ich nach wie vor das Merkwürdigste. Du gehst hier so durchs Museum und denkst dir so, boah, der. Und dann denkst du dir so, okay, geil, da wird es nicht mehr. Boah, der. Ja, noch geiler. Und du denkst dir so, okay, jetzt wird es nicht mehr geil. Dann denkst du dir so, boah, yeah. Und das ist so, also wie gesagt, diese Momente hatte ich in Borwinken genauso. Und das ist noch nicht mal fertig. Und das ist ja, also die haben zwar schon geöffnet, aber sie sind einfach noch lange nicht fertig. Also die haben gefühlt, sagen, es hat irgendjemand gesagt, 10% dieses ganzen Areals haben sie erst fertiggestellt. Und das ist jetzt schon so beeindruckendst groß. Also was sie hier schaffen, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Also das ist ein Level und eine Liga, die einfach, glaube ich, unerreicht sind. Und ja, jetzt wird's, der Tag wird noch spannend. Wir werden noch heute noch Moskau ein bisschen unsicher machen. Also von dem her kommt noch unglaublich viel Material. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ein 4-Stunden-Vlog. Red Square kommt noch. Ja, also es wird geil. Ihr könnt euch noch auf was freuen. Schaut weiter dran. So. Willst du jetzt dazwischen quatschen oder was? Eine Wegrichtung Kubinka an die macht Quatsch, der will mich gerne aufnehmen. Wenn man sehen, wie ein professioneller YouTuber sowas macht, der kenn ich nicht. Perfektion bedacht ist. Ich fange nochmal neu an. Überall, wo ich hinkomme, ist eine Riesenschlange. Also ich habe jetzt gedacht, wir kommen hier rein und da sind schon wieder Menschenmassen. Ne? Unglaublich. Das ist schweinekalt. Jetzt stell dich halt an, du Mädchen. Jetzt mach mal irgendwas Dummes. Ja, genau so. Dennis, du auch? Jetzt tut er einfach so die Kamera in Dennis Gesicht. Aber gut, das Ding ist auch so riesig groß, das ist natürlich überall. Wo bist du? Die ist groß.